Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Forest. Mit dabei ist heute wieder der... Ein Spindelbe, der Sandro. Juhui. Ja, heute spielen wir wieder Heinz Bitterhelpe Game, The Forest. Das hatten wir seit V 001, gibt ihr. Okay, das stimmt echt. Wir kennen das Game länger als das Game sich selbst. Ne, wir kennen es eigentlich seit dem Release, sagen wir so. Boah, schon vor dem Release? Nee. Doch, ich schon. Doch, wir hatten zum Teil Beta-Keys, das stimmt. Ja, wir hatten es ja am Anfang nicht so ganz gekauft. Ja, das auch. Also die ersten zwei Let's Plays waren, glaube ich, auf einer Crack-Folge. Ne, die ersten, also bei mir waren die ersten 30. Ah, okay, ich hatte es noch früh gekauft. Im Gegensatz zu mir. Weil ich wollte nicht immer jedes Update, das wollte ich mal haben. Und dann, wo den Koop rauskam, da mussten wir es kaufen. Also du. Ja. Wow. So. Ja, gecrackte Multiplayer Games. Unser Ziel ist es jetzt in den nächsten 20 bis. Ne, in den nächsten 10 Minuten diese Base fertig zu kriegen, dann ziehen wir vielleicht um. Auch ich glaube nicht, die bauen wir noch ein bisschen aus und dann ziehen wir um. Ne, zuerst umziehen und dann eine neue geile Base bauen. Deine! Ich will wieder ein bisschen cheaten. Wenn du einen Cheat findest, dann okay, Hauptsache du wirst nicht gebannt. Ja, ist klar, in the forest. GTA. Und ich lasse es sicher nicht, wenn ich mir GTA nochmal kaufe zum Cheaten. Nein, das lasse ich nicht bleiben. Du kaufst aber GTA nochmal. Irgendwann. Ich kaufe mir irgendwie schon gesagt zuerst ein paar andere Spiele. Dann cheatest du mir als erstes Geld. Ne, mir als erstes Geld und nachher dir, weil ist bis dann klar. Hab ich alles ausgegeben. Du kriegst gar nichts mehr. Entweder cheatest du selbst oder vergiss es. Ich verkack nicht wieder GTA für dich. Aber das war deine Energie. Das war nett von dir. Dafür hast du jetzt so ziemlich alles, was man auf GTA haben kann und immer noch viel Geld. Ja, aber kein Level. Kannst du mir Level hacken? Dankeschön. Nee, das kann man nur sich selbst hacken. Hast du zufälligerweise noch Stickies? Ja, habe ich. Bis genug. Dann komm nachher kurz hierher. Kurz. Hierher. Oh, ey, wie auf Titanic. Komm mal. Titanic. Dann genießen wir mal die Aussicht. Dein blödes Gemaule stört meine schöne Musik. Dubstep-Version gibt's auch noch davon. Ist gut, ist gut. Dann gibt's noch eine Livio-Version. Mumumu. Deine Takt-Version. Die Sandro-Version. Auf der Toilette tönt sie nicht mehr so. Ja, ist klar. Nicht so ganz, aber in etwa. Es kommt in etwa hin. So, lass mal nochmal speichern. Ja, mache ich nachher mal. Jetzt können wir den ganzen Dreck hier nochmal von vorne bauen. Wenn es blöd läuft. Hey. Ja, wenn du ein paar Steine loswerden willst. Steine, ja, will ich bitte loswerden. Ja, bitte. Oh, ja. Hier habe ich einen Steinhalter gebaut. Steinmauer gebaut. Ja, übrigens, wir sollten noch fertig werden mit den Loks heute. Oh, also ja. In den nächsten 10 Minuten. Ne, jetzt sind es nur noch 5 Minuten. Nächsten 5 Minuten. No way. Ja, die Folgen werden jetzt in nächster Zeit ein bisschen kürzer, so 10 Minuten. Minutenfolgen. Ja, wegen Livio seinen Speicherplatz. Ja, nee, wegen meinem Hardcore. Rendern.
Dafür habt ihr jetzt immer gute Qualität auf Full HD. Auf WQHD oder 4K komme ich auch mal noch. Immer rendern, wegen dem haben wir jetzt ein bisschen kürzere Folgen, so 10 Minuten, weil er muss eben rendern, wie schon gesagt. Und vor allem darf wir die Audiodatei bearbeiten, zusammenfügen und so weiter. Das gehört zwar zum YouTube-Sein, aber trotzdem. Ja, ich weiß. Und du mit Bandicam aufnehmen, hochladen. Ja, ich hab da Glück. Ich hatte das auch, aber komm, wenn du richtige Qualität hinkriegst, warum soll man es nicht machen? Ja, 1080p, 60 FPS. Wer es gucken kann mit seinem Bildschirm, haut rein. Ich kann's gucken. Wenn ihr keine Buschleitung habt, ist das auch möglich. Ja, da haben wir es schön mit unserer Gigabyte-Leitung. Ja, also alle hier in Deutschland, die bei Teledoof mit einer 16K oder auch 6K. Teledoof! Ja. Nein, Telekom, ich nenne es Teledoof. Weil die drosseln bei 75 Gigabyte im Monat tun, die dir das Internet langsamer machen. Oder auch Drosselcom kann man die auch noch nennen. Das sind die größten, ja, ich sag's jetzt einfach mal, Drecksäcke, die es in Deutschland gibt, aber. Packt euch an, die das haben. Kommt in die Schweiz. Geht zu Vodafone, geht zu 1&1. Kabelcom und dann ist gut. Geht zu einem Kabelanbieter. Dann habt ihr Glück fürs Leben. Geht zu Telekom, habt ihr Pech fürs Leben. Telekom ist Bambusanbieter, Mann. Die haben chinesischen Bambus. Die halten zwar gut Stand, aber... Also sorry an Telekom, aber... Das muss jetzt sein. Ja, wenn Telekom dieses Video schaut. Gleich vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Schreibt mal rein, Telekom. Telekom Business ist nicht schlecht. Das hat mein Vater im Geschäft. Das drosselt's nicht. Das ist nur für den Home-Bereich. Jupp. Aber wirklich, Leute, 75 GB im Monat. Das ist eine 3 Stunden YouTube in 4K, dann ist weg. Dann ist es weg. Was weg? Nein, da was laber ich 3 Stunden, 30 Minuten? 4K? Ja, dann ist es weg. Wie viel? 70? Ja, 70 GB tauschst du raus. Also ich habe auf meinem Handy, wenn ich 4K Videos schaue, auf YouTube kann ich etwa 2 Stunden schauen, dann ist es auch weg. Meine 3 GB. Was? Ich brauche fast 70 GB für 30, 40 Minuten auf meinem PC. Ja, ich meine auf meinem Handy. Ja, Handy ist wieder was anderes. Ja, PC, da wo kann man eigentlich die Gigabyte-Zahlen nachschauen im Monat? Bei meinem Router kann man die nachgucken. Mit deinem Bush-Router geht es nicht. Was Bush-Router? Ich hab nix Bush-Router. Doch. Du hast Technicolor-Router, das ist der reinste Bambusmüll. Aber es funktioniert. Ja, mit einer 1 Gigabyte Leitung. Trotzdem ist das Dreck. Du hast auch 1 Gigabyte, oder? Ja. Yay. Up und down. Ich auch. Wir sind, glaube ich, die einzigen auf YouTube, die 1 Gigabyte Leitungen haben. Nee, es gibt manche, die haben 10. Ist technisch bei mir wahrscheinlich auch möglich, aber zu einem Preis, der nicht wirklich nennenswert ist. Um diese paar Fünfchen, ja, war mal in Deutschland heißt es Eurochen. Euronen. Neutronen und Subtrohonen und Penisi, Penisi. Ist klar. Alles klar, das habe ich vom Video. Ist klar. Alles klar. Ist klar und alles klar, Alter. Wenn wir irgendwann mal ein Let's Play machen von Ist klar und alles klar, dann alles klar. Ist klar. Ist klar, alles klar, alles klar, ist klar, alles klar, alles klar. Das erklärt alles. Oder alles hör klar, auf, immer okay zu sagen und dann okay. Ist klar, alles klar. Und dann der andere auch wieder okay. Okay. Ey. Übrigens, hier brauchen wir dann auch noch die Stackboys hier noch. Ey, wir schaffen es vielleicht sogar mit der Hütte. Die Hütte könnte noch hinhauen, ja. Ja, drei Loks noch. Da bin ich zuversichtlich. Ich hab 2. Ich auch. Ja, ich bin vor dir da. Nee, verdammt, bin ich nicht. Ha. Oh, nur weil mein Typ hier keine Energie mehr hat. Nee, hässlich, echt fertig gebaut. Ah, hier drinnen hat's noch. Noch 3.
Komm, lauf schneller. Jetzt hat mein auch keine mehr. Und er hat Hunger. Yay. Oh, meine auch. Hilf doch. Haben wir hungrige Menschen. Keine Menschen. Und du hast. Ich am grünen, verschimmelten. Grün. Da friert's mich gleich, Mann. Grün verschimmelten Lurch habe ich. Mann, schau mal. Der ist bei mir ganz normal. Bei mir ist er grün. Schau mal in meiner Folge nach. Bei mir auch. Ist wahr. Bei dir ist aber normal. Bei mir ist aber auch grün. Das ist ja der Fehl daran. Lol. Nach diesem Essen würde ich mal sagen, was ist mit der Folge von World of Tanks, Mann. Wieso World of Tanks? Sagen wir nachher World of Tanks, Mann. Ey, du hast mein Essen gegessen, du Arschloch. Ich hab dir doch mal eins drauf. Ja, nach dieser Folge war's es mit The Forest. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Nach dieser Folge. What? Nach diesem Essen. Ihr verwirrt mich, Mann. Jetzt kann ich ihn futtern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge von The Forest mit dem lieben Knorr. Ciao.